mit diesem Thema machen. Und wie ihr seht, wie die Lage der Welt sogar ist. Allah Azza wa Jalla قول وتلك الأيام نداولها بين الناس. Alles, was wir heutzutage erleben, kommt nicht so, sondern das ist eine Sache von Allah Azza wa Jalla ist. Und alles, was wir auch erleben, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat schon mal damals erwähnt. Aber qaddar Allah Azza wa Jalla, dass wir auch sowas live erleben. Al-Kaaba oder Al-Baytul Haram, ich kann euch sagen, vor mehr als 1000 Jahren noch nie gab es kein Tawaf. Aber in unseren Zeiten haben wir das auch live gesehen, dass ein paar Tagen war kein Tawaf um die Kaaba. Und sogar auch in vielen Ländern, die Moscheen sind zu. Und viele Länder, die dürfen auch sogar nicht raus. Und ich kann euch sagen, هذا قدر من الله عز وجل وفيه خير. Weil auch die meisten Restauranten, die meisten Baren, die meisten, wo richtig, also großen Sünden, also gemacht wird, Alhamdulillah, sind auch zu. Wenn du jetzt draußen bist, da gibt es auch eine frische Luft. Und auch nicht so viele Sünden wie immer. Und trotzdem, die Gaben, die uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat, haben wir richtig nicht geschätzt. Das ist normalerweise traurig, dass die Moschee zu sind. Dass du nicht in die Moschee rein darfst. Und sogar auch, dass du auch nicht Jumu'ah-Gebet nicht verrichten darfst. Und das gab es noch nie, subhanallah. Obwohl, sallallahu alaihi wa sallam sagte, لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. Das heißt, diese Zeit ist noch besser, ist noch gut. Es wird ein Tag noch kommen, wenn du jemand fragst, wer ist Allah, er wird dir sagen, kein Ahnung. Aber was wir heutzutage auch erlebt haben, kam nicht auch auf diese Idee, dass sowas auch kommt. Wenn du jemand fragst, es wird ein Tag kommen, wo kein Tawaf mehr gibt. Er kann dir sagen, wie kann das sein? Aber haben wir das erlebt? وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج الناس. Also die Stunde kommt erst, wenn kein Hajj mehr gibt. Subhanallah. Jetzt, wenn du im Fernsehen guckst, Al-Kaaba ist schon ganz leer. وهذا عذاب وهذا عقاب. Das kann sein, dass auch eine Strafe von Allah Azza wa Jalla ist. Weil die Menschen, die auf dieser Erde sind, Tagaw, weißt du, die machen alles, was man nicht denken kann. وَلَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Die beten nicht Allah Azza wa Jalla an. Es gibt mehr als 7 Milliarden von Leuten, von Menschen. Und die meisten, die beten nicht Allah Azza wa Jalla an. Aber ich sage immer, subhanallah, es gibt immer Khair bei solchen Sachen. Kann sein, dass viele Leute, die werden auch Gedanken machen, was mache ich und wohin? Und auch die meisten, die werden auch Gedanken machen, wie wir klein sind. Allah Azza wa Jalla hat Macht. Er kann alles machen, was er will. Also durch ein Ding, die wir nicht mit unseren Augen sehen können, hat die ganze Welt kaputt gemacht. Ganze Wirtschaft, ganze Menschen sogar.
Sogar es gibt manche Leute, die sind psychisch krank geworden. Die haben Panik. Aber als Muslim normalerweise darf man keine Panik haben. Die Leute, die haben jetzt nur Krise bei Toilettenpapier. Das habe ich auch nicht verstanden, subhanallah. Warum Toilettenpapier? Die essen die oder wie? Statt andere Sachen, die essbar sind, zu kaufen, die kaufen Toilettenpapier. Warum? Das ist eine große Frage. Deshalb, lieber Bruder, bei sowas normalerweise als Muslim muss man normal leben. Warum? Wenn dich auch solche Sachen oder solche Krankheiten auch trifft und stirbst, du bist ein Shahid bei Allah Azza wa Jalla. Denn na'lamu anna Allah Azza wa Jalla hat alles geschrieben. Und das ist eine Ehre, wenn du so stirbst. Du musst sowieso sterben. Dann auch bei sowas. Damit ist gemeint nicht, dass man nicht Al-Asbab nimmt. Aber wenn das dich trifft und stirbst und geduldig bleibst, Alhamdulillah, das ist eine Ehre. لأن الموت تخفتش إيقاه ودبست قال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إيقاه ودبست وين توت كومت كومت والله عز وجل كذلك يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تسهل Jetzt, die meisten Leute sind zu Hause. Und es gibt manche Leute, die lieben nicht, dass die zu Hause bleiben. Besonders, wenn du sagst, du musst zu Hause bleiben. Er kann nicht sitzen. Obwohl er in normales Leben hat 3 Tage, also er war nur zu Hause 3 Tage. Aber jetzt, als diese Fitra von München, wenn du ihm sagst, verboten, er will machen. Und jetzt auch die Geschwister, die haben auch Zeit. Ihr braucht keine Panik zu haben. Ihr braucht also keine Angst zu haben. Ihr müsst nur einfach nur die Zeit ausnutzen. Einfach nur Zeit ausnutzen und man lernt. Und diese Möglichkeit, also wenn man das nutzt, Alhamdulillah, bei guten Sachen, ist auch eine gute Sache. Aber wie gesagt, kein Panik darf ein Muslim haben. Denn Imanuka ist gegen sowas. Ich sage immer, einer, der sagt, ich habe Depressionen und ist Muslim. Das ist eine Schande, dass jemand sowas sagt. Weil Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kama qala Allah Azza wa Jal. Das heißt, wenn du Panik hast, wenn du Depressionen hast, du hast keinen richtigen Kontakt mit Allah Azza wa Jal. Und du brauchst eigentlich keine Angst zu haben. لأن هذا جند من جنود الله عز وجل. Diese Sache, was hier ist, diese Corona, oder das heißt, ist ein Jund, ein Soldat von Allah Azza wa Jal. لأنه, Allah Azza wa Jal schickt seinen Soldaten, wann er will. Und die meisten Leute, die suchen nach einer Lösung, nach einer Heilung. Nur wenn Allah erlaubt, dann können die es auch finden. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr auch merkt, wo sind jetzt diese Leute, die singen, die Musik machen und diese also Fußballer und auch diese Künstler, wo sind die? Die sind wie Ratten jetzt. Keiner taucht auf. Außer die Gelehrten, subhanallah. Warum? Weil afsadu fil ard. Die haben nur Mist auf diese Erde gemacht. Allah Azza wa Jal yaghar. Allah Azza wa Jal hat auch Eifersucht. Idan tuhikat maharimuhu. Allah Azza wa Jal auch sabur. Ist auch geduldig. Aber irgendwann muss was kommen. Weil die Erde hat uns hier geschickt, damit wir in anbeten. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Unser Thema heute ist